Yo Leute, da wäre ich wieder zu einer weiteren Folge Staffel 8. Ja, ich konnte mir jetzt leider keine Zeit im Voraus nehmen, um mir nochmal die Welt anzugucken und nochmal zu überlegen, großartig, was ich hier machen möchte. Aber die letzte Aufnahme ist auch noch nicht so lange her, deswegen habe ich das noch ganz gut auch so im Kopf. Ja, heute ist nämlich bei mir wieder ein bisschen stressig und ich versuche jetzt noch ein bisschen was zu schaffen. Deswegen, ne, ist wieder ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig mit der Zeit. Das Wochenende ist auf jeden Fall vorbei, man merkt es immer. Ja, Montage sind bei mir immer sehr schlimm. Das kriege ich immer wieder zu spüren. Und ja, Verhaspler haben wir heute auch wieder am Start, genau. So, ist natürlich immer nicht so schön, wenn man sich die ganze Zeit hier verspricht im Video. Aber ich kann es einfach manchmal nicht ändern. Ja. Manchmal ist man halt so ein bisschen noch mit den Gedanken woanders oder so, oder keine Ahnung, man ist halt manchmal nicht so ruhig von der Lippe und so, und ja, da kommt sowas mal schnell. Auf jeden Fall wollte ich heute über die DSDS-Jury reden. Das Thema hatte ich so als Notthema genommen oder mir mal aufgeschrieben, als es mir mal eingefallen ist. Ja, also ich habe keine anderen großartigen Themen mehr, die ich ansprechen kann. Bis auf das, was dann nächste Folge noch kommt, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja, aber ansonsten muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder Brainstorming machen für weitere Themen. Und ach so, wieso laufe ich hier eigentlich wieder zurück? Ich gehe einfach durch den Nether. Ja, DSDS-Jury, was wollte ich da jetzt sagen? Also, ich finde, die DSDS-Jury ist immer ziemlich komisch aufgeteilt. Ich finde es sowieso blöd, dass sie es nicht mehr machen wie früher. Früher waren nämlich die Jury immer auch über mehrere Staffeln gleich. Da ist dann irgendwie mal einer gewechselt. Und der andere ist noch geblieben. Und so haben sie das zwei, dreimal gemacht. Aber später haben sie dann jedes Mal, ja, jedes Mal einfach eine komplett neue Jury aufgestellt. Aber ich finde das ein bisschen übertrieben, jedes Jahr hier das neu aufzustellen, weil ich weiß nicht, das ist einfach, ich finde es einfach blöd, weil jedes Jahr hat man jemand anders da sitzen. Was bringt das, weißt du? Also, ich weiß nicht. Die versuchen da wirklich mit jedem Mittel die Sendung irgendwie am Leben zu halten, die schon längst tot ist. Also, die ist eigentlich komplett uninteressant und, also, vom eigentlichen Prinzip her will's halt irgendwie keiner mehr sehen. Aber ich will's halt so nicht sehen, wie sie es jetzt gestalten. Mit den ganzen Idioten da, die bringen ja fast nur noch solche. Und selbst die, die sie durchlassen, die sie gut finden angeblich, die sind auch scheiße. Also, das Niveau ist so herabgesunken, ja, ich weiß nicht. Wer ist dieses Jahr eigentlich Superstar geworden, 2016? Der steht noch nicht fest, ne? Boah, ich hab davon nichts mitgekriegt. Ich hab nur vom Casting was mitgekriegt, aber von den Live-Shows, das gucke ich einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Das ist einfach nicht meins. Und, ja, die Jury ist ja jetzt auch seit ein paar Jahren wieder, sind ja wieder vier Leute. Dieses Jahr hatten wir hier diesen komischen Scooter-Typen drin, glaube ich zumindest. Letztes Jahr war ja Heino. Letztes Jahr habe ich tatsächlich noch ein bisschen geguckt, aber dieses Jahr habe ich einfach überhaupt keinen Reiz gehabt, das zu sehen, und ich habe vielleicht mir mal zwei Sendungen angeguckt während der Castingzeit, mehr nicht. Und ja, das zeigt schon mal, dass ich da echt keinen Bock hatte auf die Sache. Und ja. Irgendwie ist da Saft raus, was die Sendung angeht. Ich weiß nicht. Also, die brauchen sich ja nichts Neues mehr einfallen lassen. Es ist irgendwie, es wird eh nur noch schlimmer. Besser kann es nicht mehr werden. So, und ja, vielleicht können sie ja mal wieder eine Oldschool-Staffel machen, die so ist wie früher. Die machen das auch immer so, weiß ich nicht, so professionell, wie es nur geht. Und keine Ahnung. Und das wird aber dadurch so unecht und so verfälscht irgendwie. Ja. Und das ist immer so krampfhaft dann auch. So krampfhaft professionell. Man sieht manchmal, wie krass die sich von Jahr zu Jahr gesteigert haben. Das ist eigentlich viel zu schlimm. Also ich finde, die Sendung hat einfach so viel verloren. Ich guck's eigentlich nicht mehr. Ja, und was ich noch sagen wollte mit der Jury. Irgendwie finde ich, dass die Mitläufer geworden sind, die Jury, weil die holen sich immer Leute rein,
Zumindest die Frauen in der Mitte, die da immer sitzen, die beiden. Da haben sie immer zwei Frauen und zwei Männer, ne? Und die Männer, die bringen immer, die haben immer so einen, keine Ahnung, so einen starken Charakter, sag ich mal. Also die sind entweder, keine Ahnung, ziemlich, so wie Dieter Bohlen halt, so durchsetzend. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ach, ich laufe jetzt einfach mal rüber. Oder lustig oder sonst was. Und die Frauen haben eigentlich immer einen schwachen Charakter, so, ich weiß nicht. Die bejahen einfach meistens die Sachen, die die anderen sagen, so. Ja, so wie er schon sagte, also ich sehe es eigentlich genauso und ich sag auch nein und keine Ahnung. Weißt du, das ist eigentlich immer, die gehen immer nur mit. Weißt du, die holen sich keinen charakterstarken mehr dazu. Da gibt's irgendwie immer nur zwei und das sind Dieter Bohlen und der andere da. Einmal hatten sie, wie gesagt, Heino, der hat da mal was gesagt, oder auch hier jetzt, wie heißt der, Baxter mit DJ Bax? Nee. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall HP Baxter, genau. Und ich weiß nicht, das ist einfach nur blöd, dass man dann keinen holt, der auch nochmal eine starke Meinung hat oder so. Weißt du, so von den Frauen her. Gut, das eine Jahr hatten sie mal einen, ich glaube 2015 war das. Da hatten sie mal eine, die hat sich auch immer so ein bisschen durchgesetzt und so. Aber die andere glaube ich auch nicht. Die hat ist auch immer nur mitgegangen. Und dieses Jahr auch wieder, was ich da gesehen habe, das, ja, sagt alles sozusagen und ich weiß nicht. Ja. Es ist einfach irgendwie komplett gespielt. So kommt es einem schon vor. Vor allem wie viele Bewerber die haben, das ist ja auch unmenschlich. Die hatten letztes Jahr irgendwie 40.000 Bewerber, kann das sein? Ohne Witz, so übertrieben viel. Ah, da, na gut, die haben sich schon, die anderen Länder haben sie schon dazu geholt, zu so Österreich und so. Und ich glaube, die haben sogar hier Italien teilweise und sowas. Ich glaube, dieses Jahr sind es irgendwie 8 Länder, die da mitmachen dürfen. Also Leute aus 8 Ländern und dementsprechend gab es auch sehr viele Bewerber. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich das Dschungelcamp schon fast interessanter als das. Ist echt so. Na gut, es ist interessanter eigentlich. Dschungelcamp gucke ich noch lieber als den Scheiß. Ich weiß nicht. Naja, ist alles ziemlich streitwürdig. Muss ich ja sagen. Ich glaube, ich habe ja letztes Jahr auch schon über die DSDS-Jury geredet. Und da habe ich irgendwie auch gesagt, dass ich es eigentlich ganz gerne gucke dieses Jahr, also 2015 dann. Aber halt auch nur die Castings. Also danach habe ich es auch nicht mehr so verfolgt, weil das wurde dann einfach so grottenlangweilig. Ich weiß nicht. Das ist einfach nicht mehr. Das reizt mich nicht mehr dann. Wie die das früher gemacht haben mit den Motto-Shows und so. Das fand ich noch ganz cool, aber die haben dann 2013 oder wann das war, so viel geändert an dem System, dass es einfach nur komplett scheiße wurde. Also mir hat's nicht mal gefallen und dann muss ich auch nicht mal gucken. Ganz ehrlich. Das wird mir dann zu blöd. Ja, und die Frage ist jetzt, was ich mich auch mal frage, wie lange wird DSDS noch überleben? Also wie lange machen die das überhaupt noch? Da bin ich auch mal gespannt hier. Vielleicht machen sie es noch ein Jahr. Ja, ich habe ja früher immer so gedacht, boah, ich glaube 2009 oder 10 war das immer. Habe ich so gedacht, boah, in 2 Jahren ist doch bestimmt Ende von dem Ding. Da macht doch DSDS nicht mehr weiter. Aber irgendwie, jetzt 6 Jahre später, machen sie immer noch. Ja. Und vor allem, die machen ja dann im August oder, ne, eigentlich schon direkt nach dem Finale dann wieder Werbung fürs nächste Jahr, dass sie sich bewerben sollen. Also ich glaube auch, die Bewerberzahlen im eigenen Land Deutschland haben sehr abgenommen. Deswegen ziehen sie auch so viele hinzu und machen so viel Werbung und so. Sonst wird es einfach nichts werden. Ja. Ist einfach so. Also finde ich so, weil ich meine, was man so beobachtet und so, sieht man ja. Ja, und deswegen, daran sieht man ja auch, dass die Leute selber schon keinen Bock mehr drauf haben, die da mitmachen. Oder die potenziellen Bewerber. Ja. Ja, das ist alles so ein Ding. Und ich würde sagen, ich mache mir mal
Ja, komm, mach ich mal hier mal zwei Steindingern. Und geh mal hier aufs Feld. Ich will nicht. Ich will nämlich das Ganze mal vergrößern. Vier. Gut, wir haben jetzt keinen Eimer. Oh, scheiße, ey. Jetzt muss ich doch wieder hoch. Gut, auf jeden Fall mache ich das jetzt mal so doppelt so groß ungefähr. Da können wir wieder schön viel Weizen anernten, anpflanzen und später auch ernten. Und ja, vielleicht sogar Kartoffeln und so. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, da haben wir noch nicht so viel. Das lohnt sich noch nicht, das anzubauen. Mal sehen. Vielleicht mache ich auch noch so eine Kürbis- und Melonenfarm, aber ich weiß nicht, ob es das bringt. Weil Melonen und so, ganz ehrlich, das brauchen wir jetzt nicht so oft. Außerdem haben wir auf unserem Hotel noch Kürbis und Melonen. Deswegen, das muss man ja hier nicht nochmal haben. Zur Not ernten wir sie dort. Und falls wir überraschenderweise irgendwie mal mehr brauchen, dann können wir sie dann später noch uns holen, ne? Übrigens, ich hole das mal hier raus. Mach hier mal Stein oder so hin. Und mach das mal so hier. Alles andere wäre nervig. Obwohl, so geht's auch. Aber hier zum Beispiel können wir es wieder machen. Dass einfach das Gras hier so ein bisschen weggeht. Das nervt mich. So, zack. 1, 2, 3, 4. Wir werden natürlich auch noch einen Zaun und so drumrum machen, keine Frage. Das kommt schon noch alles. Allerdings nicht jetzt. So. Dann hier. Ja, also ich denke mal, man hat ein bisschen gemerkt, heute war es ein kleines Notthema. Tut mir leid. Aber das gibt es halt auch mal. Ich kann halt nicht immer den krassen Scheiß ansprechen. Manchmal habe ich echt gute Themen, finde ich so. Aber es geht halt auch nicht immer so, weißt du? Naja. Ist aber egal. Das Problem ist halt, wenn ich viel am Stück aufnehme, dann komme ich echt nicht so dazu, mir Themen auszudenken, ne? Und dann gibt es auch nicht so viele Neuigkeiten in der kurzen Zeit dazwischen, die ich ja irgendwie erzählen könnte. Und deswegen, ne? Ist das doof. Ja, so viel dazu. Dann erstmal hier weiter. Ich werde auf jeden Fall demnächst dann auch wieder eine kleine Pause machen. Ich habe jetzt in den letzten 8 Tagen waren es, glaube ich, habe ich 10 Folgen oder so aufgenommen. Oder? War es so viel? Warte, ich muss mal rechnen. Wir waren bei 24 vorher. Ne, 14 Folgen, Mann. Das ist ja ein kleiner Unterschied hier. 14 Folgen in 8 Tagen. Und das ist schon nicht schlecht. Also gut, das hier ist jetzt erst die 13. Die nächste ist dann die 14. Aber das ist ja schon fest, dass ich die jetzt gleich aufnehme. Deswegen zähle ich die schon mal mit. Aber 14 Folgen in so kurzer Zeit ist viel. Aber ich werde das dann mal wieder so ein bisschen pausieren. Das heißt also, dass ich dann einfach mal wieder 6 Tage nichts mache. Oder 5. Am Samstag wollte ich, glaube ich, dann weitermachen. Und ja, ich denke mal, das läuft dann auch. Die Kiste. So. Ja. Ich werde in der nächsten Folge nochmal ein bisschen über ein paar andere Sachen sprechen, aber das sehen wir dann. So. Okay, ich bin irgendwie gerade wieder so redselig. Also ich hätte gerne wieder gerade noch mehr zum Bequatschen, aber irgendwie habe ich alles gesagt für heute. So, zack. Okay, hier ist wieder eins gewachsen. Ja, das mit dem Ernten hier ist immer ein bisschen so eine Sache. Muss halt immer gucken. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man es direkt nachpflanzt, oder es ist besser, wenn man doch erstmal aberntet und dann nachpflanzt, aber ich weiß nicht, ich mach's jetzt mal so. Andersrum haben wir es auch schon oft genug gemacht, ne? So. Huch, so rum. Ah, komm, das mache ich jetzt hier mal am Stück. Wir müssen ja unserer Linie nicht die ganze Zeit treu bleiben. Beziehungsweise unserem Stil.
Na gut, seinem groben Stil sollte man schon treu bleiben irgendwo. Vor allem als YouTuber. Manche vergessen das dann immer, wenn das große Geld in Aussicht kommt. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Fiel mir nur gerade spontan irgendwie ein. Gut.